Hallo und weiter geht's. Wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach unserer Ausrüstung. Oh. Okay, warte mal. Hier sind... Da sind Gegner, ja, so Moment, Moment, Moment. Hier, wo die Gebäude sind. Okay, das sind die vier Leutchen hier. Sind das jetzt wirklich nur die vier? Ja, okay, gut. Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich hier meine Hülle in die Hülle, meine Hülle allein schon, wie ich überhaupt in die Hülle hier reinkomme. Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Gut, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Die gleichen zwei Tage. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Okay. Brief an Sevetu. Sevetu, nimm diese Waffen und Rüstung als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste von dir. Okay, eliminiere den Skarabäus. Okay, gut. Komm schon. Hallo, komm schon. Warte mal, ist der noch irgendwie... Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh shit, der geht jetzt in das Haus rein und findet die Leiche. Na super. Sag ich doch. Wo kommt der denn auf einmal her? Ach, hier sind Gefangene. Oh, jetzt kommt ja auch noch eine Hyäne an. Hältst dich für was Besonderes, hä? So gütig, ich danke dir. Hey, hier diesen blöden... blöden Bogen gehabt.
Okay, warte mal. Okay, nehmen wir den Schatz hier mal mit. So. Okay. Aber warte mal. Da hinten rennt... Wo rennt der jetzt hin? Wo rennt der hin? Wen verfolgt er da jetzt? Naja, egal. Warte mal, wo genau ist der eigentlich? Ja, da kann man doch einfach mal hier. Oh, fertig. Schwant hier Übles. Du da! Halt! Meinst du mich? Okay. Es wundert mich, dass das hier kein Sperrgebiet ist. Zone ist tabu. Okay, jetzt doch. Okay, warte mal. Ach, warum komme ich hier nicht hoch? Kacke. Geh dich gar nichts an. Ich werde einen Schädel spalten. An uns kommt keiner vorbei. Hey, ich bring dich um. Stimmt endlich. Dafür lasse ich dich leiden. Die drei. So will ich das auch nicht haben. Meine Frage. Hier oben gibt es niemanden mehr. Gut. Aber erstmal unsere Pfeile auffüllen. Oh Götter, segnet meine Arbeit, auf dass mein Name... So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Gupa hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges.
Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keine Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Kümmere dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Okay. Rudert schneller! Erhöht die Schlagzahl! Habe ich jetzt hier eine Karte? Nein. Mehr Geschwindigkeit! Langsam jetzt! Untiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren.
Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen! Das ist kein Tod für einen Helden wie mich! Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Okay, ich weiß das zwar nicht, warum wir jetzt mit Eier spielen, aber... Sieg am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos entsandt vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie nur für... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen! Okay, versenke die Ptolemäische Flotte. Oh, eine ganze Flotte gleich. Aber wie mache ich das? Erhöht das Tempo! Wir werden ein Feuer regen! Ah, okay, aber... Schilde bereit halten! Warte mal, anzeigen die feindlichen Beschuss, orange Hitze, okay. Mehr Tempo! Achtung! Im Rhythmus bleiben! Schneller! Feuer! Mist! Das hat gesessen! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Erhöht das Tempo! Mehr Tempo! Ach Gott! Erhöht die Schlagzahl! Im Rhythmus bleiben! Wir werden angegriffen! Ja! Schneller! Tempo! Wir haben diese Malakia! Fehlt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Auf Ranggeschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Eine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 110 Leute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Rammen und zurückschießen. Schiffe rammen. Wenn du ein Schiff durch Rammen versenkst, beschleunigst du das Nachladen. Zum Schießen halte gedrückt, um die Deckung zu gehen und das Loskosten nach dem Plan. Ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile. Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind.
Oh. Okay. Wir werden angegriffen. Erhöht die Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Deckung! Im Rhythmus bleiben! Feuer! 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 Oh. Lass diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Ah, Brandbomben, ja, wunderbar! Wir werden angegriffen! Das hat uns voll getroffen! Ja, das hat leider. Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Einer ist noch übrig! Ah, wunderbar! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeig ich dir, was ich mit dem Schwert alles sein. Gut gekämpft. Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn. Oha, sein Schiff hat aber... Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Herr Liebe, viel ausgehalten. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch. Also sein Kahn hätte nicht mehr viel einstecken können. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Gut, dann beende ich jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.